Ja, sagt Darlene Jonasson, unsere Kollegin. Also sie kann ja auch nicht in mich jetzt hier reingucken. Tatjana Zambo ist bei uns vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Also jetzt mal von der fachlichen Ebene. Was ist denn dran an diesem Mythos Männergrippe? Ja, also medizinisch gesehen gibt es keinen Unterschied. Es gibt keine Frauengrippe, es gibt keine Männergrippe. Ich denke, das ist entstanden aus einfach dieser Wahrnehmung, dass Männer mit einer Grippe anders umgehen, sie anders verarbeiten und sich anders äußern. Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, es könnte eben an der unterschiedlichen Genetik liegen, es könnte an Auswirkungen haben aufs Immunsystem, es kann an Hormonstatus liegen. Wenn man das jetzt weiterspinnt, müsste man aber dann für jede Erkrankung eine männliche und eine weibliche Variante haben. Gibt es nicht. Also denke ich mal, es ist eher die Verarbeitung, die da unter Umständen anders läuft. Ja, da hat die Männergrippe definitiv eine Ausnahmeerscheinung. Wir haben eben auch schon einige Beispiele gesehen, wie man es unterschiedlich wahrnimmt. Was erleben Sie denn dann auch so im Apothekenalltag? Ja, witzigerweise kommen ja zu uns dann am Ende die Frauen. Die sagen, oh, mein Mann ist krank. Der Mann geht ja nicht zum Arzt. Ja. Wenn ein Mann zu uns kommt, sagt er, steht er genauso vor uns wie eine Frau, die eine Grippe hat. Da kommt kein Unterschied. Die Frau sagt natürlich, ja, mein Mann ist krank. Männer möchten da tendenziell ein Präparat, das schnell hilft, alle Symptome abdeckt, dass mit einer Tablette die Schmerzen weg sind, die Nase frei ist, der Hustenreiz gestillt ist. Ein Mann wird nicht so häufig nach Homöopathie fragen, der möchte nicht so gerne Tee trinken, der möchte einfach ganz schnell viel. Einmal die Keule drüber die und Keule schnell wieder raus aus dem Bett. Ja, genau. Ja, dann sind wir doch bei einem ganz guten Thema Prävention, damit es gar nicht so weit kommt. Was kann man denn tun? Ja, ist ja vorhin schon angeklungen. Interessanterweise, statistisch gesehen, waschen sich Männer nicht so häufig die Hände. Und denen ist dann nicht bewusst, wo wir überall Keime haben. Auf allen Plastikoberflächen, auf Tastaturen vom Computer, am Handy. Gibt auch eine interessante Plattform, Infopoint, hier in Baden-Württemberg, eine Impfkampagne. Da kann man viele Informationen zu dem Thema finden. Männer impfen sich nicht so häufig. Ernähren sich vielleicht auch nicht ganz so gesund. Also all das, was man eigentlich für sein Immunsystem tun soll, um generell nicht krank zu werden, ist auch bei der Männergrippe hilfreich. Viel Bewegung, mal ein Saunagang hilft. Es gibt auch immunsystemstärkende Präparate, die wir in der Apotheke haben. Was können denn die Frauen tun, also die Partnerinnen, die jetzt einen so heftig erkrankten männergrippalen Infekt daheim haben? Also prinzipiell ist natürlich Grippe schon nicht jetzt runterzuspielen. Ich denke, es ist hilfreich, den Partner in dem Moment ernst zu nehmen und auch wirklich zu schauen, auch mal zu ermutigen, ermahnen, 2-3 Tage im Bett zu bleiben, wenn nötig auch länger, denn das muss abheilen. Also das ist Fakt und wir beraten dann auch, haben viele gute Präparate, die den Mann auch helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Wenn es zu lange geht, soll man dann auch einen Arzt aufsuchen, aber ein liebevoll gekochter Tee hilft sicherlich, liebe Worte helfen, wie alles im Leben. Und da ist es, glaube ich, ganz egal, ob man Mann oder Frau ist, das definitiv genau, hilft so ist immer. Es, ja. Tatjana Zambo, danke, dass Sie bei uns waren.